Es ist interessant, wie man sie nach all der Zeit immer noch gerne und bereitwillig der Selbsttäuschung und dem Selbstbetrug hingibt. Gell? Interessant. Wie man sie Wirklichkeiten zurecht lügt und zurecht drückt, die mit der wirklichen Wirklichkeit in Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Und das nur, weil man halt die Wahrheit, so wie sie ist, nicht ertragen kann. Ich zum Beispiel kaufe mir immer nur beharrlich, nach all den Jahren, diese Boxershorts vom Boss. Weil auf der Verpackung ein Typ drauf ist mit so einem wahnsinnigen Körper. Ja? So einem V-Körper und so einem Waschbrettbauch. Und ich denke mir halt, wenn ich gleich so einen Dreierpack von diesen Hosen nehme, ja, dann habe ich das Wesentliche für die Formgebung meines Körpers schon gemacht. Ja. Und dann ziehe ich daheim die Hosen an vor dem Spiegel nicht, und denke mir, yeah, die Hosen ist echt super, Wahnsinn. Ja. Es gibt noch ein Problem, ne? Der Körper passt nicht dazu. Also das V ist schon da, aber eher umgedreht, also es ist mehr so ein A. Ja. Und jetzt habe ich wirklich alles probiert, was ich machen kann, dass die Hosen auch an mir gut ausschaut. Und am besten hat es noch ausgeschaut, wenn ich es über den Kopf angezogen habe, bis daher ungefähr, und dann einen Handstand gemacht habe. Ja. Dann war das V wieder an der richtigen Stelle. Aber seien wir uns ehrlich, ich meine, so will man auch nicht durchs Leben gehen. Ne? Wahrscheinlich hat der Ibsen damals schon recht gehabt, wie er so sinngemäß gesagt hat. Nimmst du dem kleinen Mann die Lebenslüge, dann nimmst du ihm das Leben.